Moin, moin, heiße ich euch alle und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. So sieht's aus. Wir spielen heute völlig unerwartet, aber für einige doch wieder erwartet, den North House Cup. Ja, in 4 Stunden ist das vorbei, also wenn ihr dieses Video seht, ist es schon längst durch. Wir spielen heute gegen Ajax Amsterdam und ja, die Aufstellung, die ihr schon bereits kennt. Denn ich habe eben das Normale aufgestellt und dann habe ich mir gedacht, ach, machen wir das mal eben. Wir spielen heute wir spielen mit unserem Team und wir spielen heute mit Auswärtstrikot, weil zu Hause ist schwierig, weil ich glaube, Amsterdam spielt in Rot. Ja, so sieht es auch aus. Wir spielen in Rot. Wir können theoretisch auch Amsterdam in Auswärtsrot machen, aber naja, was soll's. Doch, da wir die letzten Spiele ja jedes Mal abends gespielt haben, machen wir das ja jetzt wieder andersrum. Es ist ja jetzt wieder so, dass es ja Wochenende war oder besser gesagt noch Wochenende ist. Ihr guckt das ja wahrscheinlich am Sonntag. Ich hoffe es für euch. dementsprechend ich ja noch Zeit hatte, ein bisschen noch aufzuzeichnen. Normalerweise, also in letzter Zeit war es ja eher sehr schwierig, aber dass wir das jetzt hier nochmal machen müssen, ist auch eine schöne Sache. Vorher haben wir das dieses Heberkram-Krack hier nie machen dürfen, ne? Und jetzt urplötzlich. Alles sehr spooky. Nun gut, also wir spielen heute gegen Amsterdam. Wahrscheinlich der schwierigste Gegner neben PSV Eindhoven. Also hoffen wir einfach mal, dass das heute klappt. Also einerseits ist es natürlich so, dass das nicht wegen der Challenge, also das mit der Challenge nicht so ganz übereinstimmt. Ja, das weiß ich. Die Challenge ist eigentlich im Endeffekt eine komplett andere. Dass wir ja im Endeffekt nur Spieler nutzen, die wir ja benutzen, die wir über die Zeit holen. Und das war schön. Normalerweise nur über die Zeit holen. Dieses Mal ist es so, dass wir. Ui! Also jetzt müssen wir wirklich konzentriert sein. So viel zu. Wir müssen konzentriert sein. Erzähl ich gleich weiter. Also. Der ist doch drin! Was ist das denn für eine Scheiße? Der ist doch drin gewesen! Der war doch drin. Ist das Mann? Mann, dann machen wir erstmal die anderen Tore. So. Warum zählt der jetzt? Ihr wollt mich alle nur verarschen. Und das sicherlich nicht nur beim Preis. Wir spielen heute in dem Stadion mit dem Trikot, was vieles heißt. Der war zu hoch. Nein! Ah, der war nicht zu hoch. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass der viel zu hoch ist. So. Wir haben leider keine Bestwertung gehabt. Let's Play Big Boss auf 1. Aber das ist egal eigentlich. So, und damit willkommen zum Spiel. Zum Spiel gegen Ajax Amsterdam in unserem neuen Stadion, das Olympiastadion. Ja, die Hertha mit dem klassischen Trikot zum, ich glaube, 100-Jährigen war das damals. Und dementsprechend, heute spielen wir mal in Hertha-Trikot und wir spielen normalerweise ja auch eine Challenge. Und diese Challenge besagt ja eigentlich normalerweise, wir dürfen nur Spieler benutzen, die wir in dem Monat gezogen haben. Ausgenommen sind Cups wie diese hier, die beispielsweise zeitbedingt sind, wo wir theoretisch auf Spieler zurückgreifen können, die wir ja schon in den letzten Monaten gekriegt haben. So, in dem Falle haben wir sehr viele Argentinier und auch einige Niederländer. Deswegen wird unser Team hauptsächlich aus Argentinier bestehen. Wir versuchen das Team irgendwie durchzupauschen, die wir haben. Ja, unser Keeper, die Nummer 1. Ja, auch hier wieder wichtig, dass wir den einsetzen. Theoretisch haben wir ja noch andere Möglichkeiten gehabt. Ja, aber echt, nö. Ich möchte gerne Saya wieder im Tor stellen haben. Unseren Keeper vom Monat September, vom Monat Februar. Der ja eigentlich im Endeffekt sehr gut gehalten hat. Also warum dann ändern? Heute gegen Amsterdam wird es wirklich sehr schwierig, dass wir gleich an Anfang Amsterdam kriegen, ist ein bisschen kacke. Aber nun gut, wenn wir das heute hier gewinnen sollten, dann würd ich mal sagen, ist nicht so viel, dass wir hier wirklich in große Bredouille kommen. Dann würde ich fast schon sagen, dass wir auf jeden Fall mindestens ins Finale kommen, wenn wir das heute hier packen. Wenn nicht, ja, dann habt ihr dann morgen direkt, werden wir morgen online spielen. Mit dem Team um Iniesta rum, weil das hatte ich auf jeden Fall vor, nach dem Spiel hier, also nach dem Cup hier, auf jeden Fall mindestens ein Online-Spiel zu spielen. Mal gucken, gegen wen und wie und weshalb, warum auch immer. So, Tevez.
rüber. Gonzales, Gonzales jetzt. Oh. Und er gibt den nicht. Das ist alles wieder Schmarrn. Also eigentlich im Endeffekt, ja, einmal online spielen, weil im Endeffekt unser Team, was wir ja haben, unser Gold-Team, das, was wir da zusammengestellt haben, um Iniesta rum, haben wir ja letzte Folge schon analysiert, dass das eigentlich so stark ist, dass wir theoretisch sogar online bestehen können. Und in der 8. Liga, wenn ich das hier nochmal anführen darf, bestimmt seid ihr da draußen, die vorher mir schon geschrieben haben, so von wegen, hey, 4. Liga, hey, 7. Liga, sonst was, sind wahrscheinlich schon mittlerweile auch aufgestiegen in die höheren Ligen. Und gegen euch waren es ja auch mehr oder weniger knappe Duelle. Und von daher sollte das heute auch so sein. Tevez, Tevez, und warum steht er denn da? Wieso, um Himmels Willen, steht er denn da? Natürlich einerseits faul, andererseits Handspiel, also es ist... Das wäre das hundertprozentig geglaubte 1:0, würde ich mal sagen, ne? Eieiei. Ja, aber bloß jetzt nicht die Nerven verlieren. Weil wenn wir jetzt anfangen, die Nerven zu verlieren, dann wisst ihr ja ganz genau Bescheid. Das ist also theoretisch Amsterdam heute richtig, richtig schwach. Das wundert mich schon. Tevez. So, Tevez, komm. Tevez, 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 Tevez! 1:0, 14. Minute! Und jetzt machen wir den Robot Dance! Ja, Carlos Tevez! Eigentlich im Endeffekt wirklich, also wenn der ins Team des Jahres nicht kommt, dann weiß ich auch nicht Bescheid. Carlos Tevez, der macht so viele Tore, der hat jetzt in seinem, im Endeffekt hat er jetzt im 3. Monat getroffen. Damals als Leihspieler trifft der am Band. Dann im letzten Monat hat der auch, im Monat Februar hat der auch am Fliesenband getroffen. Und heute trifft er wieder. Also wir werden mit Carlos Tevez auf jeden Fall unsere Heidenfreude haben. Jetzt die nächste Möglichkeit und das wäre fast das 2:0 hintereinander gewesen. Das wäre krass geworden. Also dass Amsterdam sich so einfach auskontern lässt, das ist schon fast traurig. Oder es liegt am Flair des Stadions. Es kann auch sein, dass es am Flair des Stadions liegt. Nein, Spaß. Ich denke nicht, dass es am Flair des Stadions liegt. Obwohl, theoretisch wäre lustig. So. Ja, aufpassen. Fischer und aus. Lieber Sau. Ja, theoretisch hätten wir auch grätschen können, aber ich glaube, dann wäre es ein dämlicher Freistoß geworden. Und den wollen wir wirklich nicht aufs Tor jagen lassen. Fischer. Und jetzt langsam. Ah, nicht, nein, nein. Ja! Oh, oh, oh. Da haben wir Glück gehabt, dass der Verteidiger da noch da war. Also der wäre ins Tor gesprungen. Er wäre es 1:1 gewesen und dann wären wir hier wieder hier alles wieder auf 0 gestanden. Das wäre natürlich schlecht. Ja. So, Tevez. Also echt, wenn er. Weiß ich nicht. Also wenn wir wirklich hier. Wenn es wirklich hier mit Tevez richtig genial laufen wird, dann und irgendwann, weiß ich nicht, wir doch FIFA 17 spielen sollten und dann, ich habe ja schon gesagt, das Team des Let's Plays werden wir, oder Team des Jahres besser gesagt, das werden wir ja dann versuchen beim Matchday für den 17er, falls wir dann mal auf Ultimate Team spielen sollten, das kann ja auch sein, das war abseits, spielen sollten für die PS4, dann werden wir auf jeden Fall Carlos Tevez holen. Wenn ein Team des Jahres ist, werde ich ja versuchen, alle Spieler des Team des Jahres zusammenzukriegen. Auch wenn vielleicht der eine oder andere nicht dabei sein könnte. Also ich kann mir fast schon vorstellen, so Spieler wie Nordstrand werden wahrscheinlich aufhören. Was natürlich ein bisschen schade wäre, aber nun gut, dann können wir ja andere Spieler einsetzen. Und ja, die Chemie wird wahrscheinlich nach Ebony wieder drunter leiden, aber nun gut. So. Mal gucken und ja, nächste Möglichkeit. Ja, wichtig zu wissen. Der niederländische Nationaltorwart, der jetzt in letzter Zeit in echt ja auch nicht wirklich den sichersten Eindruck macht. So, kein Elfmeter, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm, jawohl! 2:0! Also, unser Sturm, mit dem wir ja sowieso schon eingespielt sind, oder besser gesagt eingespielt waren, er trifft wieder. Sie können es einfach zusammen. 2:0. So, und jetzt heißt das im Endeffekt, entweder hinten dicht machen oder versuchen, das 3:0 zu machen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was ich jetzt machen will.
Amsterdam mir, wie gesagt, ein heftiger Gegner ist, aber wenn man wirklich hier so schön durchkommt, dann wird es echt, kommt noch, also. Er will uns sagen, groß aufhalten, obwohl Hochnäsigkeit, ihr wisst ganz genau, das kann jetzt ganz böse losgehen, 30. Minute. Wenn wir jetzt hier anfangen, hochnäsig zu werden, dann wird das wahrscheinlich ganz schwierig. Aber das ist dann auch manchmal dieses Ultimate Team, was man mir auch gesagt hat. Manchmal musst du auch eine hohe Chemie haben und im Endeffekt komplett konfuse Mannschaft haben. Also wir haben ja jetzt Niederländer und Argentinier in unserem Team. Ich habe auch die letzten Tage gehört, dass es auch andere Cups gab und Cups geben wird. Irgendwie sowas. So. Müssen wir vielleicht, wenn wir irgendwie noch eine andere Cup-Möglichkeit haben, vielleicht auch noch in die anderen Cups machen. In welcher Kombination auch immer. Wenn es die geben sollte, das El Clasico war ja gestern. Ja, habt ihr das El Clasico gesehen? Das ist die Frage des Tages im Endeffekt an euch. Habt ihr das El Clasico gesehen? Ich persönlich nicht, weil das ist Barcelona gegen Real Madrid. Also für mich ist das nichts Besonderes. Ja, die beiden besten Spielmannschaften aus Spanien. Ja. Nun gut. So, Möglichkeit für Ajax. Milik. Ja, Milik ja in echt momentan auch so ein Spieler, der auf einigen Listen steht, wo ich so ganz ehrlich sage, nö, lass den bitte bei Amsterdam. Weil er in allen möglichen Teams, wo er dann außerhalb gespielt hat, nicht gut gespielt hat. Er hat weder in Augsburg gut gespielt, noch in Leverkusen gut gespielt. Also von daher, lasst ihn in Amsterdam. Da spielt er eine gute Saison, da spielt er auch mit einem guten Team zusammen. Andersrum, wir haben auch schon andere Karrieren gesehen, wie zum Beispiel von Zlatan Ibrahimovic oder von Huntelaar, die auch hier als Stürmer angefangen haben. Oder mehr oder weniger als Stürmer angefangen haben, also... Naja, Zlatan, glaube ich, war schon woanders. Und ja, Zlatan, glaube ich, war woanders. Ich bin jetzt woanders, als erstes gespielt. Danach ist er nach Amsterdam gegangen. Mit Malmö, genau. Er hat als erstes mit Malmö gespielt und anschließend ist er nach Amsterdam gegangen. Und dort hat er seine große Karriere dann gestartet. Ist von Ajax dann nach Italien gegangen. Das war faul. Ja, wird er wahrscheinlich gelb geben. Jo. Okay. Kann er auch gelb geben, ist auch gelb würdig. Boah, den Fischer umgenietet. Viktor Fischer, dänischer Nationalspieler auf der linken Seite. Aber er hat leider nicht sehr viele Chancen in der dänischen Nationalmannschaft, weil die wenig mit Flügelspielern spielen. Weswegen er eher Ersatzspieler ist. Aber irgendwann, ja vielleicht sogar zur Europameisterschaft, könnte es sein, dass er doch nochmal spielen darf. Ich weiß gar nicht, ob er nominiert ist. Wir lassen jetzt mal Zeit spielen. Ein bisschen ruhig. Was ist jetzt? Gelb. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen ruhig spielen, so von wegen, du kriegst den Ball nicht, aber das, ja, okay. Dann ist es so, dann machen wir das öfter. Wenn das echt dafür die gelbe Karte gibt, dann machen wir das öfter. Nee, ich wollte eigentlich jetzt nur den Halbzeitpfiff holen, ne? 2:0 Führung, ich find's in Ordnung, ja. Eigentlich, wie gesagt, nur den Halbzeitpfiff. Dafür, dass er jetzt eine gelbe Karte kriegt, das tut mir ein bisschen leid, aber halt nur ein bisschen. Eieiei. Gut, also, es läuft, würde ich mal sagen. Es läuft. Und nicht nur die Nase läuft, sondern auch das Spiel läuft. Und ja, wir haben bislang, sind wir eigentlich in allen Hinsichten wieder besser. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, aber andersrum, wir haben schon zwei Spiele, die angeschlagen sind. Ach, müssen wir überlegen, wie wir das dann im nächsten Spiel machen. Weil theoretisch können wir am nächsten rotieren. Wir müssen ja mindestens einen, also soweit ich das verstanden habe, mindestens einen Niederländer irgendwie auf der Bank haben. Also wir werden wahrscheinlich hauptsächlich mit Argentinien spielen. Aber ja, liegt einfach daran, dass wir sehr viele Argentinier haben. Es ist einfach so, dass es dann am einfachsten ist, ne? Wenn wir so ein oder anderen Argentinier haben, dass es dann schon hinhaut. So, Tevez, jetzt nach vorne, González. González, sehr schön. Jetzt mach ihn doch. Und dann, oh nein! Das ist doch eine sichere Chance. Warum am Himmelswelt machst du ihn nicht? So, nächster Versuch. Tevez, rüber. González, komm. Ah. Also, manchmal musst du eine 100%ige haben. Das ist unfassbar, dass du wieder wach bist. So, wir versuchen jetzt hier das 3-0.
Es kann ja nicht sein, dass wir hier nur 2-0 spielen und dann Abschluss alles gut ist. Wir versuchen das 3-0 und danach machen wir auf ruhig. Andersrum, das ist natürlich risikoreich, wenn wir jetzt hier versuchen, hier auf 3-0 zu spielen. Müssen wahrscheinlich, ich werde auch taktisch dann, wenn wir 3-0 führen, auf jeden Fall was machen. So. Jetzt wieder schauen, ist jemand frei, langsam Passspiel, wir führen, ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, auch wenn wir das 3-0 machen wollen. So, langsam angehen. Ah, langsam, sagte ich. Und nicht. Wir verlieren den Ball. Dankeschön. So, rüber Richtung Jensen. Und er macht nicht das Dreimalschau. Es gibt wieder Einwurf. Einwurf und Wechsel bei Amsterdam. Ja, jetzt fangen sie an zu wechseln. Jetzt müssen wir natürlich irgendwas machen. Da. So, Flanke kommt. Kopfball kommt. Und also, wenn du irgendwie das Ergebnis hochholen möchtest, irgendwie in irgendeiner Hinsicht, dann ja. Dann läuft das auch manchmal so. Tevez trifft den nicht, richtig. Das ist bitter. Aber andersrum, der Gegner müsste schon auf jeden Fall Angst haben. Wir haben schon 7 aufs Tor geschossen. Also, dass sich Amsterdam hier so, große Chance, Gonzales. Wenn er das später dann irgendwann beim Rückpass mit dem Torwart macht, also irgendwer oder irgendwann, dann bin ich froh. Obwohl bei so einem Stand von 2-0, da kannst du im Endeffekt hier auch, da brauchst du dir auf sowas nicht hoffen, aber beim 0-0, das wäre schon genial, wenn wir dann dadurch gewinnen würden. So, Gonzales, da ist es! 3-0! Da macht er doch endlich sein Tor! Mittelfeldmann Gonzales. So, und damit können wir jetzt auch ruhig spielen. Ich würde mal sagen, wir brauchen nicht hier 4-0 führen. 3-0. Die Sache ist gegessen und ich würde schon fast sagen, also die anderen Gegner, die werden gegen Amsterdam aber sowas von abkacken. Und außer wir treffen jetzt irgendwo noch auf PSV, dann haben wir ein Problem. Aber jo. Also, ich würde mal sagen, der Gegner, der irgendwie ansatzweise uns noch gefährlich werden könnte, ist PSV Eindhoven. Ganz ehrlich, das alles andere wäre so ein bisschen Schmarrn. So, Gonzales, ja. Nee. So, gucken wir mal, schauen wir mal, wie wir das machen. So, rüber. Wieder zurück. Theoretisch hätte ich den hoch machen müssen, ne? Theoretisch hätte ich ihn in Richtung Flank machen müssen, da wäre er wahrscheinlich besser angekommen. So, lass den Gegner kommen, denn das ist abseits, okay. Dann wären wir jetzt nie und immer mehr rangekommen. Aber richtig gestoppt! Hätten wir nicht gestoppt, dann wäre es kein Abseits geworden. Wahnsinn! Also haben wir eine richtige Entscheidung getroffen. Wechsel, Schöne kommt rein. Auch dänischer Nationalspieler, also zwei Dänen, ich glaube beide, ja, Gonzales verletzt sich im Laufduell. Nicht gut, nicht gut. Macht eben noch das Tor und verletzt sich jetzt. Ist natürlich erst recht schlecht, weil wir jetzt im Achtelfinale erst sind, also das heißt, im nächsten Spiel müssen wir irgendwie einen anderen Mittelfeldmann da holen, aber ich glaube, wir haben genug. So, ja, Gonzales scheint ernsthaft verletzt zu sein, schade, aber okay. Wir haben 18 Minuten noch, wir können auch in Unterzahl spielen. So, und weg das Ding. Und jetzt müssen wir gucken. Wieder langsam angehen. Vielleicht noch 4-0 machen. Williams, dann rüber gucken. Da steht jemand frei. Und Gonzales, der jetzt nicht mehr verletzt ist. Okay, dann nicht. So. Ja, rüber zu Tevez hätten wir auch machen können, ne? Aber ist egal. So, Klaasen. Aber wir dürfen jetzt nicht hier mit Gonzales so viel laufen, weil sonst verletzt er sich wirklich ernsthaft. Ist doch extrem schon müde. Wir haben noch 12 Minuten. Theoretisch, ja, Wechsel habe ich ja schon öfter gesagt, machen wir eigentlich hier nicht. Außer es ist wirklich notwendig. Dann wechseln wir auch aus. Aber in dem Falle, wir führen hier 3-0. Also ganz ehrlich, dann brauchen wir hier keine Notwendigkeit in irgendeiner Hinsicht prognostizieren. Heute. So.
Oben läuft er sich wieder frei. Es war aber auch abseits. Es war aber auch abseits. Auch Tevez stand im Abseits. Ja, wäre so eine geniale Sache gewesen. Hätten wir rübergespielt und dann hätte Gonzalez einfach andersrum. Ah, das ist angeschlagen, ne? So, letzter Wechsel bei Ajax. 9 Minuten sind es noch. Also, gucken wir mal, wer denn im Viertelfinale auf uns auftrifft. Wer denn unser Gegner sein wird. Jetzt die nächste Chance! Also, irgendwie, Gott sei Dank, Ajax so ein bisschen ungenau. So, Gonzalez ist komplett fertig mit dem Spiel. Den müssen wir im nächsten Spiel schon. Tevez fällt. Es gibt Freistoß und der tritt noch nach. Der tritt noch nach. Es gibt aber nur Gelb. Es gibt aber nur Gelb. Also dafür hätte ich Rot geben können. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, das Foul. Gut, schön, fein. Und okay, Tevez, okay. Aus der Sicht sieht das ein bisschen anders aus. Und eben sah das so nach. So, er tritt noch nach. Und er hätte Rot kriegen müssen eigentlich. So, ja, Gelb vertretbar. So ist Gelb vertretbar. Der Freistoß ist völlig kacke gelaufen. Ich hätte jetzt gedacht, so von wegen, ja, direkt raufschießen ist auch doof. So, nächste Möglichkeit. Komm, 4-0. Ja, Außennetz, ne? Eieiei. Aber manchmal ist es halt einfach so. Manchmal triffst du, manchmal eben nicht. Andersrum heute machen wir das dann. Wir machen jetzt. Wir führen hier 3-0. Ich glaube, das hatte ich schon vorher vor, ne? Oh, Mann. Da macht manchmal mal so Sachen, die du nicht sagen machen willst. Und dann läuft das völlig anders. So, der läuft uns aus. Dankeschön. 2 Minuten Nachspielzeit. Dann spielen wir das jetzt hier runter, das 3-0. Und damit sind wir in der nächsten Runde. Wir sind im Viertelfinale und gucken mal, gegen wen wir denn da aufspielen dürfen. Ich hoffe nicht gegen PSV. Obwohl, wenn wir gegen die spielen, dann haben wir den Cup gewonnen eigentlich im Endeffekt. Es ist einfach so. Dann haben wir gewonnen und dann ist auch völlig Lachs, wie oder warum oder weshalb. Oder? So sieht's aus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir gewinnen gegen Ajax Amsterdam mit 3-0. Verdientermaßen, das ist eine andere Sache. Aber wir haben halt früh die beiden Tore geschossen und ein Abschluss ist eben das dann die Entscheidung, ne? Manchmal ist es dann einfach so. Da hast du früh die Tore geschossen und alles ist gut. Spieler des Tages ist unser Stürmer, den ich hätte jetzt gedacht, das ist eigentlich der Tevez, aber nun gut. Auf der anderen Seite, joa, sind auch nicht so pralle gewesen. Wir kriegen 641 Coins, weil wir diesen 200er Boost ja jetzt mitnehmen momentan, damit wir einfach ein paar Coins kriegen, einfach mal so just for fun. Und ja, dann läuft das, würde ich mal sagen. Und wir spielen als nächstes gegen Excelsior oder so. Die haben gewonnen gegen Willem Tilborg. So, gut, dann stellen wir mal um. Ich hoffe mal, dass das Gonzalez sich jetzt nicht ernsthaft verletzt hat. Nö, hat er nicht. Hat er nicht, aber wie stark. Okay, er hat eine 82 noch, ne? Also theoretisch müssen wir jetzt eigentlich in der linken Seite komplett ändern. Machen wir auch mal. Aber mit wem? Mit wem können wir eigentlich auf links ändern, theoretisch? Weil wir haben ja eigentlich gute Spieler. Also das ist klar. So, aber vorne im Sturm, na, setzen wir halt den anderen Stürmer ein, oder nicht? Weiß ich nicht. So, der muss jetzt erstmal im linken Mittelfeld da halten und dann wechseln wir jetzt. Müssen wir noch anders aufstellen, ne? Also Sturm, klar. Aber Verteidigung, schafft er das 85er noch? Ja, erstmal hier symbolisch. 85er, packt er das? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Schwierig. Machen wir aber mal einen Wechsel. Auch wenn das chemietechnisch nicht passt. Passt das auf der anderen Seite? Nee, ne? Eigentlich nicht. Dürfte nicht passen. Oder? Nö. Das steht ja auf der anderen Seite dann ja auch. Das bringt ja nichts. Gut. Machen wir das einfach so, wie es jetzt ist, würde ich mal sagen. Oder? Linker Mittelfeld? Linker Mittelfeld? Nee. Der ist eigentlich da auch gut aufgehoben. Oder? Ja. Obwohl, wenn wir den jetzt wechseln? Nee, eigentlich nicht. Gut. Wir sehen uns dann morgen wieder zum nächsten Spiel, würde ich mal sagen. Oder? Bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen, ne? Bis zum dann. Und Tschüssikowski.